nicht, weil vielleicht liegt es auch an mir, ich weiß es nicht. Entschuldigen Sie, aber jetzt ist diese Regierung noch nicht einen Monat im Amt und ich bin ihrer schon überdrüssig. Nicht, das ist mir ist irgendwie eine diffuse emotionale Verfasstheit. So nennt das Frau Homburger, die neue Fraktionsvorsitzende von der FDP, die spricht so. Die ganze Regierung spricht ja so seltsam. Nicht, dass Sprache zum Gegenteil dessen benutzt wird, wofür sie eigentlich da ist, zur Verständigung untereinander. Nicht, es wird extra so formuliert, dass wir nicht verstehen, was sie wollen. Nicht, aber was soll ich mich darüber aufregen? Es ist doch alles schon gesagt. Nicht diese besser verdienenden Steuergeschenke. Nicht da als was weiß ich als Wachstumsbesteuerung. Es ist doch. Will da noch irgendjemand meinen Senf dazu hören? Nicht die bürgerliche Presse selber hat in der Luft zerrissen. Komplett von Handelsblatt bis zur FAZ. Komplett alle. Soll ich mich auch noch aufregen? Da laufe ich jahrelang mit Schaum vorm Mund rum. Das hält meine Gesundheit ja gar nicht aus. Sehen Sie. Nee, und dann letzte Woche die 5 Wirtschaftsweisen, nicht unseriös, Traumtänzerei wirtschaftspolitische und ohne jeden ökonomischen Sachverstand. Sowas gab es überhaupt noch nie. Ja, was soll ich da noch groß sagen? Nicht der Brüderle, der pfeift doch auf den Sachverstand. Wobei übrigens bei diesen Wirtschaftsprofessoren, die haben unter Umständen vielleicht wirklich was übersehen. Nicht diese hemmungslose Schulden hochtreiben für das nächste Jahr 2010. Das folgt vielleicht einem heimlichen Plan. Das Defizit 2010 soll vielleicht extrem hoch sein. Nicht, das klingt jetzt nach Irrsinn, aber das hat Methode. Passen Sie auf, folgendermaßen. Laut Grundgesetz muss ab 2011 das Haushaltsdefizit jedes Jahr um ein Sechstel sinken. Was folgert daraus ein Finanzmathematiker? Je höher im vorausgehenden Jahr die Schulden sind, desto mehr Schulden kann ich in den Jahren danach machen. Pass auf, ich zeige es Ihnen mal. Hier, sehen Sie mal. Die untere Kurve ist die bisherige Schuldenplanung für das Haushaltsdefizit der alten Regierung. Maximum 2010 40 Milliarden. Oben die Kurve ist die neue Planung der bürgerlichen Regierung. 60 Milliarden Neuverschuldung im Jahr 2010. So, jetzt passen Sie mal auf. Hier, das Grundgesetz verlangt von uns, dass bis 2016 das Defizit auf etwa 10 Milliarden gesenkt wird. Das ist hier rechts unten. Wie wir da hinkommen, weiß kein Mensch. Interessiert die Finanzpolitiker der Regierung auch gar nicht. Wissen Sie warum? Deren Zeitrahmen geht bis 2013. Bis dahin sind viele Wahlen zu gewinnen und die Macht gilt es zu sichern. Nicht so, meine Damen und Herren. Wenn wir jetzt von der neuen Planung ausgehen, 60 Milliarden nächstes Jahr, im Jahr 2011 ein Sechstel davon runter, dann sind es nur noch 51 Milliarden, die neue Schulden gemacht werden können. Würden wir bei der alten Finanzplanung bleiben, 40 Milliarden im nächsten Jahr, dann wären es im Jahr 2011 ein Sechstel weniger, nur 35 Milliarden, die noch Schulden gemacht werden und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Ergo folgt doch daraus, mehr Schulden ermöglichen mehr Schulden. Solche rechenakrobatischen Kunststücke, die konnte man bisher nur von den Bonusartisten der Investmentbanken. Aber von deren Geist beseelt, führt jetzt eine gerade Linie hin zum Bilanzbetrug und zur kreativen Defizitmanipulation unserer marktwirtschaftlich bewussten und kompetenten bürgerlichen Regierung. Das ist der Geist von nach uns die Sintflut. Aber nach uns kommt vielleicht gar keine Sintflut. Wir sind vielleicht schon die Sintflut. Könnte ja auch sein. Nicht?